Meine Lieben, na, alles gut bei euch? So, wir machen heute seit langer, langer Zeit mal wieder ein Düfteliges aufgebraucht. Wann es das letzte Düftelige aufgebraucht von mir gab, weiß ich gar nicht. Es ist sehr, sehr lange her. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Duft-Junkie. Ihr könnt euch also eventuell vorstellen, dass sich bei mir in den letzten Monaten sehr, sehr viel angesammelt hat. So, ich bin jetzt hier meinen Mülleimer durchgegangen und habe schon mal sehr, sehr viel weggeschmissen, ja. Also Firmen, die es nicht mehr gibt, wie, wobei da bin ich jetzt so ein bisschen am confused, Schätzeleins. Also ich habe eigentlich gedacht, dass es Traumdüfte ab dieses Jahr nicht mehr gibt. Und jetzt habe ich aber vor ein paar Tagen einen Post gesehen von Traumdüfte, dass sie gerade einen Sale am Laufen hat, um das Lager aufzufüllen. So, ich habe leider keine Clamshells mehr hier oder alles, was ich von Traumdüfte aufgebraucht habe, einfach weil ich dachte, ja gut, gibt es ja ab 2021 eh nicht mehr. Und Melts, die ich 100-mal aufgebraucht habe, habe ich jetzt natürlich nicht 100 Clamshells hier. So, ich denke aber, dass ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern kann, von welchem Wachs hatte ich jetzt mehrere, weil es sind dann einfach meine Lieblinge. Und ich habe mir ein bisschen Kaffee mitgebracht. Es ist viel. Es ist sehr viel. Ich denke, dass ihr, also wenn ihr es durchschaut, sind wir wahrscheinlich 1,5 Stunden am Start. Wenn nicht, müsst ihr Päuske machen, ne? Schätze mal eins. Also es ist schon viel. Und was ich auch dazu sagen muss, Sensi ist nicht dabei. Ja, Sensi habe ich in diesem Schrank. Also ich habe mittlerweile ein neues Organisationssystem. Alles, was nicht Sensi ist, ist bei mir draußen im Schrank. Und da ja das Sensi-Zimmer ist, natürlich auch mit anderen Wachsen und, ne? You know what I'm saying. Aber Sensi ist in diesem Video nicht mit dabei, weil wir würden alles sprengen. Ich glaube, so große Speicherkarten gibt es gar nicht, die ich für dieses Video dann brauchen würde. Wisst ihr? So, wir quatschen auch gar nicht länger rum. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich sehe so ein bisschen aus wie Alfalfa. Ja, ich war gerade mit dem Hund draußen. Es ist ein bisschen windig heute, ne? So, meine Lieben, wir fangen mit Sensationals an. Mit einem Clamshell, wo ihr jetzt euch wahrscheinlich denkt, sag mal, hast du gesoffen oder was? Da ist doch noch was drin. Ja, also, Caramel Apple Spice Sensationals. Ich habe mir dieses Stückchen im Oktober, November gekauft, also in der Pandemie. Ja, man geht ja mit Maske einkaufen und da hänge ich jetzt natürlich nicht überall meinen Rüssel dran. Ich habe nur das Bild gesehen und das Bild sieht einfach wunderschön aus, ja, mit diesem kandierten Apfel und schön lecker Karamell. Und ne, habe ich gedacht, ja komm, passt wunderbar in die Herbstzeit. Leute. Also Maggi-Nasen, ja, die bekommen hier das Brechen. Und zwar im Strahl, im Dreieck. Also so ein widerlicher Duft. Oh, scheiß die Wand an. Also, und dann auch noch so stark, ne, ist klar. Also die, Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach nur würzig, karamellig, aber verbranntes Karamell. Widerlich. Ich habe 2 Cubes unten bei mir im Wohnzimmer verteilt.
Und diese zwei Cubes haben dafür gesorgt, dass mein komplettes Haus gestunken hat, mein Garten, meine Garage. Ich habe dieses Scheißerchen sogar gerochen, wie ich zum Briefkasten gelaufen bin. Ja? Also Powerhouse, mehr geht gar nicht. Und mein Mann kam an dem Tag nach Hause, der ist die Tür rein, der hat sich rumgedreht und ist wieder raus. Und hat er gesagt, I don't know what's going here, but it's not happening. You need to turn this shit off. Ja, es war widerlich. Also habe ich einen Warmer ausgemacht, ja, und habe dann noch versucht, irgendwie mit Sugar Cookie oder Vanilla irgendwas das Ganze zu retten. Aber selbst ein Cube hat alles weggenockt. Es war einfach nur widerlich. Ganz, 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 ganz seltenst bis gar nicht wird bei mir Wachs entsorgt oder weggeschmissen. Ja, also ich versuche wirklich alles irgendwie aufzubrauchen. Und wenn ich es ins Badezimmer boller, in irgendwelche Zimmer, bei denen ich weiß, da bin ich heute sowieso nicht oft drin oder ich bin arbeiten, aber dieses Ding werde ich niemandem antun. Niemandem. Caramel Apple Spice ist ein Duft, der jedes Jahr bei Walmart zu bekommen ist. Also es scheint ein Duft zu sein, den die Leute mögen. Ja, weil sonst würde er ja nicht jedes Jahr zurückkommen. Bei mir wird das Ding weggeschmissen. Es ist absolut widerlich. Dann nochmal zu dem Ding, ja, du bist ja aber Sensi-Beraterin und düftelst du nur Sensi? Nein, ja, ich bin Sensi-Beraterin, aber ich bin generell ein Wachs-Junkie. Ich liebe Home Fragrance. Das ist mir egal, ob das jetzt von Yankee Candle oder von Sensi oder von Better Homes and Gardens oder von Erika Müller ist. Ja, wenn etwas gut riecht, dann düftel ich das bei mir auch zu Hause. Und ich habe auch weiterhin meine Yankee Candle Centerpieces zu Hause. Ich hatte mal mehrere unten im Wohnzimmer, aber jetzt habe ich momentan nur einen. Und ein absolut geliebter Duft bei uns zu Hause ist von Yankee Candle Sage and Citrus. Also da habe ich auch noch das Glas. Ich habe mittlerweile sehr, sehr wenige Gläser. Ich habe viel verschenkt, viel weggegeben. Viel habe ich auch zu Wax Melts verarbeitet, also, aber Sage and Citrus ist einfach so ein außergewöhnlicher, frischer, kräuterischer Duft, den mein Mann und ich sehr, sehr gerne mögen. Und diese Centerpieces, die mag ich auch sehr gerne, ja. Und der kommt ja normalerweise mit Wachs. Bei mir ist das Ding jetzt leer, weil ich habe das Wachs rausgenommen. Ich werde mir dieses Plastikteilchen werde ich mir sauber machen. Und dann kann man auch anderes Wachs in diese Pöttchen reinmachen. Sensi oder ne, was ihr halt zu Hause habt. Und dann könnt ihr das auch mit eurem Yankee Candle Centerpiece, könnt ihr das dann düfteln. Aber Sage and Citrus, ganz, ganz große Liebe bei uns zu Hause, würde ich immer wieder nachkaufen. Von Mainstays, das ist eine Marke, die es bei uns im Walmart gibt für 93 Cent. Da hatte ich Peach and Mango. Das war noch ein Duft aus dem letzten Sommer. Und es ist einfach Pfirsich und Mango. Ja, es ist so ein intensiver, fruchtiger, tropischer Duft. Es sind 6 kleine Cubes. Also, ne, ihr wisst, 6 kleine Bröckchen. Diese Teile sind kleiner wie die von Sensationals oder von Better Homes and Gardens, aber deswegen kosten die auch nur 93 Cent. Aber diese kleinen Scheißerchen sind Duftbomben ohne Ende. Also wirklich. Ich verwende da so ein komplettes Clamshell, ja, bei mir unten in meinem Küche, Wohnzimmer, das ist ja bei uns alles offen. Und die Teile bollern wirklich alles weg. Und ich bekomme da auch einen ganzen Tag
Duft raus. Also ich stehe morgens wirklich sehr, sehr früh auf und spätestens um 6 Uhr sind bei mir alle Warmers sauber gemacht und frisches Wachs drin. Und dann laufen die Warmers bei mir auch wirklich bis abends 10, halb 11, je nachdem wann ich ins Bett gehe, manchmal sogar 11. Und Peach and Mango war ein Duft, habe ich den ganzen Tag gerochen. Also ein wirklich sehr, sehr schöner, fruchtiger Sommerduft. Das nächste Mal möchte ich ihn mischen mit irgendwie Vanilla-Cookie oder vielleicht auch Buttercream oder so, um eine Bakery-Note, ja, zu entwickeln. Aber der Duft an sich war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Würde ich mir wieder nachkaufen. Dann geht es weiter mit Sensationals, ein absoluter Lieblingsduft von mir. Und zwar ist das der Cotton Candy Cloud. Also auch ein ganz, ganz tolles, schönes Bild. Und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist Zuckerwatte. Süße Zuckerwatte, sodass einem richtig das Wasser im Mund zusammenläuft. Aber jetzt auch hier nicht irgendwie gemischt mit Blaubeere oder Himbeere. Also das fällt mir momentan bei sehr, sehr vielen Cotton Candy Düften auf, dass sie mit irgendwas gemischt sind. Ja, also irgendwas Bäriges ist da noch mit drin. Aber hier, man hat fast so was Cremiges, so ein bisschen Vanille-Ice Cream könnte das noch sein. Also am liebsten würde ich in dieses Bar reinbeißen. So, so, so lecker. Super intensiv. Knallt euch alles weg. Ich weiß noch, wie ich das erste Clamshell davon hatte und habe halt mal unten alle Warmer aufgefüllt, ja. 6 Stück unten verteilt. Die Teile kosten bei uns $2. Habe ich mir gedacht, ja komm, kann man mal machen. Also ich habe mich selbst aus meinem eigenen Haus rausgeschossen, ja. Aber ich fand's geil. Also ich mag starke Düfte, ich mag, wenn es intensiv ist, ich mag, wenn meine Nachbarn von meiner Düftelei etwas haben. Und das ist so ein toller Duft, dass ich mir diese große Packung geholt habe. Ja, ist das Doppelte, das sind dann 12 Cubes drin und anstatt $4 kostet das dann, glaube ich, $3,90. Und ist jetzt auch im, wer ruft an? Telemarketer, brauchen wir, genau, Jets Alliance. Ja, dass ich mir jetzt einfach diese große Packung gekauft habe und ist bei mir immer zu Hause. Immer. Ich liebe diesen Duft. Und was ich mit diesem Duft auch sehr, sehr gerne mache, ist mischen. Ja, zum Beispiel Lavendel. Wenn ich zwar diesen Lavendelduft möchte, aber habe jetzt nicht groß Lust auf das Ätherische, auf das Runterkommende, sondern einfach dieses Ätherische in Kombination mit etwas Zuckersüßem. Cotton Candy Cloud. Leute, Leute, Leute. Also bei euch auf der, in Deutschland, auf der Duft- und Raumseite ist es, glaube ich, da gibt es ja sehr, sehr viele Sensationals-Düfte. Und wenn ihr an diesen Duft rankommt, wenn ihr zuckrig süße Zuckerwatten-Düfte mögt, ihr seht euch richtig auf dem Jahrmarkt laufen. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wie es noch Jahrmärkte gegeben hat? Ja, vor Rona Toner? Ja, so riecht das. Zuckersüß, dass ich wirklich das Gefühl habe, mir wachsen hier gerade Karieslöcher in den Zähnen, aber I love it! Es geht weiter mit Yankee Candle. Auch diese Clamshells gibt es bei uns im Walmart für $3,93, glaube ich. Wie gesagt, es sind 6 von diesen Brocken enthalten und wir haben hier die Geruchsrichtung Sweet Nothings. Ich liebe Sweet Nothings. Mit einer meiner ersten Housewarmers von Yankees war Sweet Nothings. Der war mir leider nicht intensiv genug, aber der Duft war einfach so wunderschön. Es ist so ein feminin, parfümiger Duft. Leicht pudrig, floral. Ich finde den so, so wunderschön, dass ich den mir auch wieder nachgekauft habe. Ja, also da habe ich auch wirklich 4 von diesen Wax Cubes unten bei mir verbollert und die anderen 2 hatte ich dann bei mir oben im Schlafzimmer. Ich habe ja im Schlafzimmer einen Warmer bei mir auf dem Nachtschränkchen und dann nochmal einen Plug-in-Warmer, so dass wenn man im Schlafzimmer reinläuft, dass ich links meinen Plug-in-Warmer habe und dann auf dieser Seite eben meinen großen Warmer.
Und dadurch habe ich einfach das Gefühl, dass sich die Düfte in der Mitte treffen und dass ich somit das beste Duftergebnis bekomme. Und ich habe 2 Stück von diesen in mein Schlafzimmer und konnte damit 3 Tage düfteln. Normalerweise bin ich jemand, ich wechsle meinen Wachs jeden Tag, einfach weil ich so viel zu Hause habe, weil ich die Abwechslung mag. Aber der Duft war so schön und so intensiv, dass ich einen Tag später, ich wollte ihn nicht rausmachen, ja, das wäre wirklich Verschwendung gewesen, und konnte dann 3 Tage damit düfteln. Ganz, ganz toller, femininer, parfümiger, blumig, floraler Duft. Love it. Ganz, ganz, ganz toll. Sollte euch dieser Duft interessieren und es gibt ihn bei euch als Wachs, ja, dann holt ihn als Wachscubes und nicht im Glas. Also selbst unter meinem Hurricane Candle Warmer war er zwar intensiver, wie als ich ihn gebrannt habe, aber im Vergleich zu diesen Wax Melts, das sind dann richtige Powerhäuser. So, von Sensationals, Limited Edition Pumpkin Marshmallow Cream. Und wenn man sich dieses Label anschaut, auch hier, es läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ich habe dieses Jahr sehr, sehr viel Pumpkin gedüftelt. Also mir steht es jetzt auch hier. Ich bin froh, dass die Pumpkin-Zeit rum ist. Ich liebe Pumpkin. Zimt, Pumpkin, Nutmeg, Clove. Sehr, 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 sehr würzig aus dem Clamshell raus. Aber als ich ihn gedüftelt habe, als er warm war, kam diese Bakery-Note raus. Ja? Es war einfach diese zuckersüße Marshmallow-Cream, so wie man das auch hier sieht. Ja? Diese Kekse mit dieser Marshmallow-Füllung. Sehr, 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 sehr lecker. Schön vanillig. Sehr, sehr, sehr intensiv, würde ich mir auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder nachkaufen. Das ist auch so ein Bestseller, das gibt es irgendwie jedes Jahr. Oder dann heißt es Marshmallow Pumpkin Pie oder, ne? Also es geht alles irgendwie in diese Richtung. Also wenn ihr Pumpkin-Düfte mögt und auch sehr spicy und ihr kommt an diesen Duft ran, guckt euch den auf alle Fälle mal an. Er ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich mir von Woodwick mal ein Clamshell geholt. Auch die gibt es bei uns im Walmart. Die kosten, glaube ich, $4.95, meine ich. Also $4.95 oder $5.35, irgendwie so um den Dreh. Und diese, es gibt ja auch Kerzen von Woodwick, die haben ja diesen Holzdocht, was also bedeutet, es knistert. Viele Menschen mögen das ja nicht. Mich stört es nicht, aber ich brenne einfach keine Kerzen mehr. Ich mag nicht den Ruß, ich mag nicht die Tatsache, dass die Kerzen abbrennen und selbst wenn es nicht ruht, die Kerze wird immer weniger. Ich bin einfach mittlerweile an dem Punkt, dass ich mir denke, ich atme das ja ein, ja. Für mich ist es okay, ich rauche ja auch, also es ist jetzt nicht so, dass ich das aus gesundheitlichen Gründen mache, aber mein Kind lebt hier, mein Mann lebt hier, ich habe Hund und Katze und es gibt mittlerweile einfach so viele andere Möglichkeiten, ja, diese fireless situations, sodass man Kerzen nicht mehr brennen muss. Und deswegen habe ich mir jetzt diese Clamshells geholt von Woodwick, weil, wie gesagt, die Kerzen wollte ich nicht. Aber ich finde die Düfte von Woodwick immer so, 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 so schön. Gott, ist der schön. Und zwar ist das hier die Geruchsrichtung Humidor. Ein sehr parfümig Kaschmir hölzerner Duft. Wunderschön. Also, ich muss heute Mittag sowieso zu Walmart, nicht weil ich kein Wachs mehr zu Hause habe, nein, aber natürlich werde ich wieder an der Wachsabteilung vorbeilaufen. Das ist als Wachs-Junkie einfach so. Und ich denke, dass ich mir den nochmal mitnehmen werde. Ja. Also auch mein Mann fand den fantastisch. Ich hatte, es sind 6 Stück enthalten und die Cubes, die sind auch wirklich groß. Ich habe 3 Stück unten bei mir im Wohnzimmer, Küche, Area, düfteln gehabt und
Der Duft hat sich so schnell, so intensiv entfaltet, dass ich den überall haben wollte und habe dann das komplette Clamshell an einem Tag leer gemacht. Ja, habe das bei mir im Schlafzimmer rein, 2 Stück, habe dann noch 1 Stück bei Lauren ins Badezimmer. Also überall, wo ich hingelaufen bin, war dieser wunderschöne, parfümige Kaschmirduft. Er ist fantastisch. Er ist wirklich fantastisch. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, also für die Tatsache, dass ja das Clamshell um die 5 Dollar kostet, fand ich jetzt, dass die Langlebigkeit von dem Wachs jetzt nicht ganz so der Knüller war. Also da finde ich viele von Sensationals oder von Better Homes and Gardens langlebiger. Aber der Duft ist einfach so schön. Und ich habe noch nichts gerochen von irgendjemand anderem, egal ob jetzt Sensi oder Vendervax oder wie auch immer, was dem auch nur in die Nähe kommt. Und es ist mir einfach wert, die 5 Dollar zu bezahlen, ja, dass ich einen Tag oder 1,5 Tage davon düfteln kann. Der ist so, so unique, different und schön. Guckt euch den auf alle Fälle mal an. Also Woodwick gibt es ja auch in Deutschland. Sollte es das Wax nicht geben und ihr habt mit Kerzen düfteln kein Problem, dann schaut euch mal die Kerze an. Also der Duft ist wirklich fantastisch. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Goose Creek. Ja, wir haben Warm and Welcome. Goose Creek und ich, wir waren eine Zeit lang mal sehr enge Freunde. Ich habe sehr, sehr viel Geld bei Goose Creek gelassen, weil ich die Düfte fantastisch fand, ja. Man hat Duftabgabe ohne Ende, sie sind sehr langanhaltend, sie haben viele außergewöhnliche Düfte. Was heißt außergewöhnlich? Also Düfte, die ich jetzt dann bei anderen Firmen noch nicht gesehen habe. Mittlerweile habe ich ein ganz, ganz großes Problem mit Goose Creek, denn ich rieche eine ganz starke Wachsnote. Ja, also alleine schon aus dem Clamshell raus rieche ich Wachs. Deswegen, ich kann euch diesen Warm and Welcome leider gar nicht mehr beschreiben, weil ich rieche nur Wachs. Ich weiß nicht, was da mit meiner Nase passiert ist. Ich habe das auch letztens in einem Live-Hangout mit euch besprochen und ganz viele haben geschrieben, boah, Mudi, das Problem habe ich nicht und ich liebe Goose Creek und das ist ja auch wunderbar. Ich freue mich, wenn das für euch funktioniert, weil ihr gebt ja auch euer Geld dafür aus. Nur ich bin jetzt einfach an einem Punkt, dass ich sage, es ist schade, es ist sehr schade, weil es hat sehr, 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 sehr viele Düfte von Goose Creek gegeben, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Aber ich werde mir momentan nichts von Goose Creek mehr kaufen, ja. Also es, wobei ich dazu sagen muss, also nur bei den Clamshells, ja. Jetzt nicht bei den, Housewarmern oder bei den Dreidochtkerzen, da rieche ich das nicht. Aber ich habe so viele Kerzen zu Hause, da muss ich jetzt nicht nochmal bei Goose Creek einkaufen gehen. Aber das mit den Clamshells, das tut mir schon ein bisschen weh, weil gerade, ach, was war das denn, Black Plum irgendwas, den fand ich so schön, oder Bedtime Stories, oder Bright Bubble Bath, oder, also ganz, ganz viele Düfte von Goose Creek fand ich wirklich wunderschön, aber wenn ich sie jetzt warm düftel, ich rieche einfach dieses Wachs und das ist für mich ganz, ganz unangenehm in der Nase. Keine Ahnung, was da passiert ist. So, dann haben wir ein weiteres Clamshell für Yankee Candle Centerpiece. Und zwar war das aus dieser Halloween Collection Haunted Hayride. Und Leute, ich fand diesen Duft so schön. Ich fand diesen Duft so schön. Ich habe den im Ausverkauf geschossen. Normalerweise kosten diese Dinger, ich glaube, um die 5 Dollar. Wenn's, ich weiß es gar nicht. Ich habe 1,50 Dollar bezahlt. Ja, so. Habe dieses Teil in mein Centerpiece und habe nichts gerochen. Ich habe nichts gerochen. Also Centerpiece wieder ausgemacht, habe das Ganze trocknen lassen, also hart werden lassen und habe mir dann einfach Stücke rausgeschnitten und habe das dann in meinen Warmers verteilt. Und Halle fucking Julia,
Das war ein Burner. Ein absolutes Powerhouse. So ein wunderschöner Duft, aber verdammt schwer zu beschreiben. Er ist sehr mystisch und dunkel. Parfümig, süß. Also was sie da reingebollert haben, das kann ich euch nicht sagen. Also wenn man vom Bild ausgeht, ja, die werden da ja keine Pferdeohren reingeknallt haben. So riecht kein Pferd, ja. Das ist so ein schöner Duft, dass ich mir wirklich in den Hintern gebissen habe, dass ich mir für dieses Geld nicht 3, 4 Backups geholt habe. Aber durch einen ganz, ganz großen Zufall habe ich von Scentsy einen Duft gefunden, auch irgendwie aus der Halloween-Reihe. Und der riecht dem schon sehr, sehr ähnlich. Und bei Scentsy, da ist irgendwie grüner Apfel mit drin und noch so ein paar Gewürze. Also, wenn man sich die Duftbeschreibung durchliest, hätte ich einen ganz, ganz anderen Duft erwartet. Ja, einfach so frisch, fruchtig, vielleicht noch ein bisschen gewürzig durch die Beschreibung einfach. Aber das ist komplett anders. Er ist dunkel, er ist mystisch, er ist fast schon ein bisschen sexy, ja, in einer femininen Art und Weise. Es ist so ein schöner Duft. Es ist so ein schöner Duft. Und sollte es diesen Duft, Haunted Hayride, dieses Jahr wiedergeben, werde ich zuschlagen. Definitiv. Ich werde mir diese Teile für Centerpiece werde ich mir holen. Vielleicht sogar auch einen Housewarmer, den ich mir dann in Wax Melts, ja, umschmelzen werde. Ich finde diesen Duft fantastisch. Ganz, ganz, ganz klasse. Hat denn jemand von euch, kann irgendjemand in die Kommentare schreiben, was ihr da riecht? Ich finde den so speziell und so anders. Also, ich liebe diesen Duft. Ganz, ganz toll. Oldie but Goodie von Better Homes and Gardens habe ich meinen über alles geliebten Sandalwood und Vanilla aus der Aromatherapy gedüftelt. Natürlich, wie sollte es anders sein? Gott, was liebe ich diesen Duft. Der ist so, so schön. Also wenn ihr Sandelholz mögt, wenn ihr Vanille mögt, so warme, erdige, parfümige Kuscheldüfte, this is your shit right here. Let me tell you, this ist theshit.com. Also das hat einen Grund, warum ich, ich glaube, 14, 16 Clamshells zu Hause habe. Eigentlich immer, wenn ich zum Walmart gehe und sehe, dass diese Teile vorrätig sind, nehme ich mir einen mit. Ja, wie gesagt, kostet $2. Ich habe ja mal eine Zeit lang gedacht, das Ding geht aus dem Sortiment, weil es gibt viele aus dieser Aromatherapy-Reihe, aber Vanilla Sandalwood, den hat es sehr, sehr lange nicht gegeben. Und es hat mir mein Herz gebrochen. Und wie ich gesehen habe, es kam zurück. Ich habe mir, die kommen ja immer in so Plastikteilen, ja, habe ich mir gleich mal 3 von diesen Dingern mitgenommen. Mein Mann hat noch ein paar gegrabt, weil auch mein Mann liebt diesen Duft. Der ist so intensiv. Der bollert euch alles weg. Also ich habe diesen Fehler gemacht, auch hier, dass ich gedacht habe, ja komm, unten, ne, ist ja Open Concept, also Essbereich, Wohnzimmer, Küche, ist ja alles irgendwie offen. Knallst du dir gleich mal mehrere von diesen Cubes in deine Warmers? Leute, mich hat es hier aus dem Haus geschossen. Ich habe Kopfschmerzen bekommen. Der Duft ist hochgezogen, ja, zu mir ins Schlafzimmer, bis hinten in den Schrank rein. Also, dass meine Nachbarn nicht bei mir geklingelt haben und gefragt haben, ob ich sie noch alle auf dem Zaun habe, war echt alles, weil ich habe ihn überall gerochen. Ich war draußen gesessen, habe eine geraucht, ich habe diesen Duft gerochen und es wurde nicht weniger. Der hat am zweiten Tag genauso gerochen wie am ersten Tag. Der hat am dritten Tag genauso gerochen wie am zweiten Tag. Also, was sie da reinbollern an Ölen, weiß ich nicht. Ich kann euch aber sagen, sollte Better Homes and Gardens auf die ganz, ganz bescheuerte Idee kommen, die Preise zu erhöhen, ich würde $5 für dieses Ding zahlen. Ich würde $8 für dieses Ding zahlen. Ich liebe, liebe diesen Duft. Vanille, Sandelholz,
parfümig, Kaschmir. Uah, gotta love it. Gotta love it. Better Homes and Gardens Pistachio Macaroon. Letztes Jahr waren wir ja auf einem Pistachio-Trip. Jeder hat irgendwie was mit Pistachio rausgehauen. Pistachio Ice Cream, Pistachio Cake, Pistachio Hausschuh. Es war alles dabei. Ich liebe ihn. Also wenn ihr diese... was ist Pistachio? Pistazien, ne? Pistaziendüfte mögt, dieses nussige, fast schon Marzipan. Es geht so ein bisschen in die Marzipan-Richtung rein. Dann ist das hier euer Buddy. Macaroon hat dafür gesorgt, dass noch so was leicht Teigiges, Gebäckiges dabei war. Da ist man ja bei mir an der richtigen Adresse. Ich bin ja Bakery Girl durch und durch. Und es war so ein schöner, nussiger, süßer, zuckriger Pistazien-Keksduft einfach. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell aus dem Sortiment geht. Wobei, ich war sehr, sehr oft im Walmart und Clamshell war ausverkauft. Dann eine Woche später war es wieder da. Ein Tag später war wieder ausverkauft. Ich hätte clever sein sollen und hätte mir mehrere Clamshells mitnehmen sollen, aber ich habe es verpasst. Ich habe von Sensi habe ich noch Pistachio Ice Cream habe ich hier. Ich habe noch von ein paar Gießerinnen habe ich noch so ein bisschen Pistachio something. Aber der war schon schön. Der war schon schön. Sollte er zurückkommen, werde ich mir mehrere Backups holen, weil ich liebe ihn. Er ist so schön. Er ist so pistazig einfach. Ganz toll. Auch hier ein Oldie but Goodie von Sensational Cucumber Melon. Ein wunderschöner, frischer, grüner, sauberer Gurkenmelonenduft. Wobei ich finde, dass die Gurke stärker ist wie die Melone. Die Melone sorgt einfach für die Süße, die da rauskommt. Und die Gurke sorgt einfach für dieses frische, wässrige, klare, ja. Wenn man bei euch ins Haus reinläuft, es riecht einfach sauber, es riecht frisch, es riecht klare Luft. Das war ein Clamshell, diesen Duft habe ich verwendet kurz nach Weihnachten, genau, um diese ganzen schweren Düfte rauszubekommen, ja. Dieses ganze Gebäckige, das ganze Pumpkin, Spices, Cinnamon. Und da kam mir dieser Duft einfach recht, weil er ist so schön und er holt einfach diese ganzen heavy Düfte aus eurer Bude raus. Und zwischendurch brauche ich das dann einfach mal, wenn man wirklich wochenlang diese schweren Düfte hatte. Das liebe ich ja auch, aber irgendwann kommt man dann an einen Punkt, gerade hier, ja, die Sonne scheint, es ist zwar eiskalt draußen, dann mache ich gern die Fenster auf und möchte so eine frische Brise bei mir im Haus und dann so ein sauberer, frischer Duft, finde ich schön. Und das ist auch ein Duft, der geht bei mir immer. Also, ne, habe ja gerade gesagt, habe ich kurz nach Weihnachten bei mir gedüftelt. Der geht bei mir im Frühling, der geht bei mir im Sommer bei 40 Grad, weil durch diese Gurke, ja, dieses Wässrige, das holt einfach nochmal so die Temperaturen ein bisschen runter. Und die Melone, die hat dann aber diesen leicht sommerlichen Touch. Ganz toll. Werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich habe die Frage von einem Schätzelein von euch bekommen, ob dieser Duft dem Duft von Sensi ähnlich ist, und zwar diesem Aloe Vera Cucumber. Es geht in die Richtung, ja, aber der von Sensi ist nochmal grüner, nochmal ein bisschen frischer, weil hier habt ihr ja die Melone, ja, also da ist noch dieses Fruchtige mit drin und das habt ihr bei Sensi nicht. Sie sind sehr verschieden, aber es geht irgendwie in die gleiche Richtung. Ganz toll. Von Sensationals Fall Fatty. Ja, wenn ihr einfach auf Kuchendüfte steht, ja. Kuchen, der noch nicht gebacken ist.
ihr steht in der Küche, ihr knallt alles in eure Schüssel rein, ja, Vanilleextrakt, Eier, Butter, Zucker, Milch, Mehl. Oh, und kurz bevor ihr den Teig in den Ofen schiebt, nehmt ihr nochmal so einen Schlotzer, ja, was man ja nicht soll, wegen rohen Eiern und so, ne, wisst ihr. Und die ganzen Mamas unter euch, wir sind dann auch die, ja, die den kleinen Mäusen kurz auf die Finger hauen und sagen, nee, sollst du nicht, da sind rohe Eier drin. Und wenn die Kinder um die Ecke gehen, wir als Mama dann schön mit dem Finger rein, ja, noch schön die Schüssel ausgeleckt, noch schön den Mixer abgeleckt, weil es einfach so lecker ist. Und so riecht es. So riecht es. Four Fatty Geburtstagskuchen. Schön noch die Buttercreme draufgeknallt, wenn der Kuchen dann fertig ist. Geil! Geil, 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 geil. Es war eine Limited Edition. Super intensiv, super süß, super stark. Ich würde ihn mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. So toll fand ich. Lauren mochte den Duft auch sehr gerne. Sie war ein bisschen enttäuscht, wie sie von der Kita nach Hause kam. Und die ganze Bude hat nach Kuchen gerochen. Und es hat keinen Kuchen gegeben, ja. Also es riecht wirklich nach Teig. I love it. I love it. So, Better Homes and Gardens Limited Edition. Diese Limited Edition gibt es aber jetzt bestimmt schon seit 2-3 Jahren. Also habe ich jetzt auch gerade wieder erst im Walmart gesehen. Es ist wirklich ein wunderschöner, floraler, hellfloraler, leicht parfümig. Was ist da noch drin? Da ist noch irgendwas drin, aber ich komme nicht drauf. Es ist auf jeden Fall ein floraler Duft. Ja, White Tahitian Woods. Das ist ja diese Hawaii-Blüte. Ja, oder ja. Guckt euch das Bild an, ihr seht die Blume. Und es ist jetzt für mich kein Must-Have, diesen Duft zu Hause zu haben, aber wenn ich ihn zu Hause habe und wenn ich ihn düftel, fällt mir jedes Mal auf, wie schön er ist. Er ist wirklich wunderschön. Er ist sehr intensiv. Ihr knallt euch den in die Lampe rein und innerhalb von 5 Minuten düftelt euer ganzes Haus, aber er stirbt auch sehr, sehr schnell. Ja? Also am Ende vom Tag ist dann bei mir auch Tuck. Selbst wenn ich ihn dann nochmal düfteln wollte, einen Tag später, ich würde ihn nicht mehr wahrnehmen, aber für einen Tag ist es wirklich ein ganz, ganz toller, leicht süßer, blumiger Duft. Perfekt für Frühling, Sommer, für Herbst und Winter ist er jetzt nicht so meins. Ich habe Cube habe ich noch übrig gehabt, das habe ich bei mir dann unten ins Badezimmer. Er bringt so eine leichte Frische noch mit sich. Dadurch finde ich einfach, dass der sehr, sehr gut ins Badezimmer passt. Im Schlafzimmer ist er mir zu floral. Ja, ich mag ihn natürlich. Er riecht überall gleich, aber ich mag einfach gewisse Düfte in gewissen Räumen. Und fürs Schlafzimmer war er mir zu blumig. Aber Küche, Essbereich, Wohnzimmer, sehr, sehr schöner Duft. Gefällt mir sehr gut. Weiter geht es mit Candle Warmers Balsam Fir. Wenn ihr einfach auf diese, ja, auf diese, auf diese Baumdüfte, diese Tannendüfte steht, Walddüfte, ja, dann guckt euch den von Candle Warmers unbedingt mal an. Ich fand den so toll, so intensiv. Ich liebe diese Walddüfte. Das hat für mich auch immer was ein bisschen von Schaumbad, von runterkommen, relaxen. Der ist so, so, so schön. Das Einzige, was ich hier sagen muss, also von Candle Warmers, das ist ja Sojawachs. Und Sojawachs ist nochmal ein bisschen härter. Wenn ich den bei mir in gewisse Warmer reingemacht habe, also gerade von Scentsy oder so, es hat Ewigkeiten gedauert, bis das Cube dann geschmolzen war. Und von Scentsy, die Warmers, die haben den Duft auch nicht so gethrowt.
wisst ihr, wie ich meine, also nicht so weitergegeben. Aber in meinen Candle Warmers, Warmer, oder in meinen Walmart Warmers, ja, habe ich auch weiterhin alles noch bei mir zu Hause. Scentsy, ja oder nein, ich liebe alle Warmers. Da hat der wunderbar funktioniert. Aber Scentsy hatte anscheinend nicht genug Power für dieses Sojawachs. Aber der Duft ist einfach fantastisch. Ganz, ganz, ganz toll. Passt perfekt in die Weihnachtszeit. Ja, noch so ein bisschen in den Januar mit rein. Fresh Cut Balsam Fir on a Crisp Winter Day. Ja, es hat einfach nochmal dieses Kalte und Klare und pustet euch so ein bisschen den Kopf frei. Mag ich sehr, sehr gerne. Better Homes and Gardens Limited Edition Mango Sorbet Limoncello. Das ist ein Duft, den ich sehr gerne verwende, wenn bei uns stark gekocht wird. Ja, wenn mein Mann irgendwie Bacon macht oder irgendwas mit Fisch. Also einfach so ganz starke Gerüche, die sehr lange lingern, die sehr lange in der Luft bleiben. Es ist einfach ein wunderschöner, zitrischer Duft mit so einem leichten Twist. Ja, durch diese Mango, die da noch drin ist. Die Zitrone ist im Vordergrund, definitiv. Aber wenn ihr den warm düftelt, kommt so ganz leicht die Mango raus. Und dieser Duft sorgt innerhalb von wenigen Minuten dafür, dass euer Haus wieder frisch und sauber riecht. Und was mir an dem Duft auch gefällt, ist, es ist die Zitrone. Die Zitrone ist im Vordergrund, ganz klar. Aber sie erinnert mich nicht an Badreiniger, Toilettenreiniger. Es ist eine sehr, sehr angenehme Zitrone. Ich denke, dass es auch viel damit zu tun hat, dass da noch so die Mango mit drin ist. Es balanciert sich einfach schön aus. Habe ich auch wieder hier. Mag ich sehr, sehr gerne. So, mein Auge ist mal wieder am Tränen. Ich muss gucken, dass mir hier nicht die komplette Mascara runterläuft. Und es geht weiter mit einem Yankee Candle Clamshare. Und zwar war das Meadow Showers. Da brauche ich gar nicht den Zinken ranhalten, weil ich erinnere mich an diesen Duft und der war so schön. Hat so ein bisschen was von Weichspüler, von frischer Wäsche, aber nochmal mit einer ganz großen, aquatischen, wässrigen Note. Also so ein schöner Duft. Habe ich sehr, sehr gerne im Badezimmer gehabt. Ja, gerade wenn ich dann das Badezimmer frisch geputzt hatte, hier zwei von diesen Dingern reingebollert, dann habe ich zwei Tage lang immer dieses frische Gefühl gehabt, wenn ich bei mir ins Badezimmer reingelaufen bin. Oder auch hinten bei mir im Gästezimmer, weil da hänge ich ja auch oft Wäsche auf den Wäscheständer. Also mittlerweile schmeiße ich nicht mehr alles in den Trockner. Und ich mag dann einfach, wenn ich in ein Zimmer reinlaufe, gerade wenn dann die Wäsche hängt und am Trocknen ist, wenn dann noch so ein frischer Wäschetouch irgendwie im Hintergrund düftelt. Ja? Also das ist so ein schöner, schöner Duft, den ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen würde, nur ich finde ihn nicht mehr. Ja? Ich war schon in mehreren Walmarts, ich habe ihn nicht mehr gefunden. Durch das Gras, ja, es hat so was Grünes an sich. Ganz toll. Also sehr intensiv. Hier muss ich sagen, ja, nach so einem Tag anderthalb, war es jetzt nicht mehr ganz so der Brüller, aber für die Zeit, wie er am Düfteln war, war er wirklich wunderschön und $4, hell fucking yeah, würde ich mir jederzeit wieder nachkaufen. Sollte ich ein Glas finden, werde ich mir auch ein Glas holen, also einen großen Hauswarmer und werde mir das dann einfach einschmelzen. So schön finde ich ihn. Obwohl ich ja von diesen Gläsern echt weg bin. Also jetzt nicht nur, weil ich Kerzen nicht mehr brenne, sondern einfach, weil ich habe doch noch einige. Im Vergleich zu dem, was ich mal hatte, ist es Pipi-Klacks. Ja? Oder auch im Vergleich zu dem, was andere von euch zu Hause haben. Ihr schickt mir ja oft Bilder. Aber ich möchte von den Gläsern einfach weg. So, hier. Hier kommen wir zu einem absoluten Reißer. Hätte ich alle Clamshells aufbewahrt, die ich in den letzten Monaten aufgebraucht habe, hätten wir von dem hier wahrscheinlich an die 30. Yes, I shit you not.
Das ist, glaube ich, mit einer, also wenn ich eine Top 3 von Better Homes and Gardens euch aufzählen müsste, ist der auf jeden Fall dabei. Sugared Lavender Twist. I love this one. This is my love. I love this one. Oh my God. Von Scentsy Sugar mit Lavendel. Wenn ihr da den Riechkolben ranhaltet, riecht ihr von der Lavendel überhaupt gar nichts. Ja? Ihr riecht einfach nur Zucker, süß, Zuckerwatte, man weiß nicht, was das sein soll. Aber wenn ihr den düftelt, er ist weiterhin zuckersüß, aber es kommt noch eine leichte Note von Lavendel durch. Leute, dieses Ding bollert alles weg. Das ist so intensiv, der ist so schön. Es steht drauf, Limited Edition. Ich bin komplett durchgedreht. Ich glaube, ich habe 20 Clamshells zu Hause. I shit you not. Und ich habe euch vorhin gesagt, ich gehe heute Mittag gehe ich zu Walmart, bevor ich arbeiten gehe. Sollte ich ihn sehen, ja, weil es ist Limited Edition, werde ich mir wieder ein oder zwei mitnehmen. Nie wieder möchte ich ohne diesen Duft zu Hause sein. Also das ist für mich sowas wie, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn? Das ist ein Must-Have im Hause Sarasani. Ohne geht gar nicht mehr. Von, wartet mal. Ah, ich habe hier Sugar, wartet. There you are. Hier, Scentsy Sugar. Habe ich damals aus irgendeinem Grund nicht in meinen Scentsy Club rein. Habe also, ich glaube, 4 oder 5 Clamshells habe ich noch hier. Das ist mit einer meiner liebsten Düfte aller Zeiten. Ich habe mir sogar das Parfum gekauft von Aqualina. Ja, Pink Sugar, das riecht genauso. Das ist einfach... Das ist eins. Nur, dass bei Better Homes and Gardens, wie gesagt, wenn ihr den dann warm düftelt, noch so eine leichte Lavendelnote durchkommt. Ich düftel ihn überall. Im Schlafzimmer, ich liebe es, ihn im Schlafzimmer zu haben. Ich liebe es, dabei einzuschlafen. Ich liebe es, in mein Haus reinzulaufen und diesen Duft zu düfteln, zu riechen, wahrzunehmen. Im Badezimmer, ich liebe diesen Duft. Das ist Obsession. Ich hoffe wirklich, Better Homes and Gardens lässt den noch eine ganze Weile im Sortiment. Also, ja, die sind sich schon sehr ähnlich. Hier kommt noch so eine leichte zitrische Note durch, weil da ist, glaube ich, noch irgendwie Lemon Drops oder so mit drin. Aber es ist einfach so ein Pink Sugar Duft. Ja, wenn ihr Pink Sugar mögt, werdet ihr beide Düfte lieben. Ganz, ganz große Obsession. Ich habe eine Box unten, da ist nur Sugar Lavender Twist drin. Nichts anderes. So, weiter geht es. Goose Creek Butter Cookie. Das war noch zu einer Zeit, das habe ich vor sehr, sehr langer Zeit aufgebraucht. Gerade wollte ich euch noch sagen, das war noch zu einer Zeit, da habe ich diese Wachsnote nicht wahrgenommen, ja. Butter Cookie ist einfach ein Butterkeks, einfach ein Keksduft. Ihr riecht die frisch gebackenen Kekse, die ihr gerade aus dem Ofen rausholt. Die sind noch heiß, aber ihr könnt es nicht abwarten und natürlich wollt ihr reinbeißen und die Kekse zerlaufen euch im Mund, ja, durch die ganze Butter, die da drin ist. Ich rieche Wachs. Ich rieche Wachs. Ich weiß nicht, was bei Goose Creek passiert ist, Leute. Ich fand die ganz toll. Ich liebe Butter Cookie, Vanilla Cookie. Also ich habe mir jetzt von Scentsy auch meinen ersten Brick. Wartet mal. Oh, komme ich da dran? Ja. Meinen ersten Brick gekauft. Das ist ein Klumpen Wachs in Vanilla Cookie.
Und das ist einfach Cookie. Ja, und hier ich riech was Süßes, aber dann einfach diese Wachsnote dazu. Und ich fand den so schön von Goose Creek, wirklich. Also auch als Blender irgendwie, ja. Ich habe den total gerne mit floralen Düften gemischt. Hört sich crazy an, aber für die Duftnasen unter euch, ihr wisst, was ich meine. Ich liebe es, florale Düfte mit was Vanilligem, Keksigem zu mischen, weil man dann einfach so von Bath & Body Works gibt es eine Kerze, die Petal Tea Cake heißt die. Und so diesen Vibe bekommt man dann einfach. Warum rieche ich Wachs? Okay. Ja, und das ist Fancy Sugar Cookie. Love it. So, dann, oh ja. Da sind wir dann bei dem nächsten, was ich euch vorhin gesagt habe, von Better Homes and Gardens. Wenn ich eine Top 3 hätte, auch der wäre definitiv mit dabei. Und zwar Wild Lavender Linen. So sieht das Stückchen aus. Ich muss mir mal ein Schlückchen Kaffee trinken, Schätzelein. Ich habe das Gefühl, ich spuck schon hier Fäden. Frische Wäsche. Frische Wäsche. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber der ist nicht beißend in der Nase. Oft haben bei mir so frische Wäschedüfte etwas Beißendes. Und sowas Pfeffriges. Also ganz, ganz komisch. Gibt es auch so ein, zwei von Scentsy. Die mag ich gar nicht. Das ist mir zu beißend in der Nase. Aber der ist einfach wunderschön. Ich rieche da jetzt gar keine Lavendel raus. Ja, das ist einfach Wäsche, die ihr gerade frisch aus der Waschmaschine rausholt. Die Sonne scheint und ihr hängt euch das auf eure Wäscheleine und ihr sitzt nebendran, genießt die Sonnenstrahlen, habt vielleicht noch lecker Limonade und euch kommt immer so eine leichte Brise von dem Waschmittel und dem Softener entgegen. Das ist ein absolutes Powerhouse. Ein Cube bei mir im Schlafzimmer. Da mache ich gar keine zwei rein, weil das ist too fucking much. Ein Cube und ich kann zwei Tage davon düfteln. Und dieses eine Cube zieht bei mir hier raus, sodass ich es bei mir im Hallway rieche und hinten in meinem Gästezimmer. Und wenn ich die Lüftung anhabe, geht es sogar bis runter zu mir ins Badezimmer. Also der knallt euch alles weg. Frische Düfte, frisch gewaschene Wäschedüfte. Dann guckt euch den mal an. Wobei Better Homes and Gardens gibt es ja jetzt nicht so in Deutschland. Ne? Wenn ihr an irgendwie was Interesse habt, sagt mir Bescheid. Bei uns hat die Postzeit seit gestern wieder offen. Deswegen, ich war heute Morgen schon unterwegs. Ich hatte hier an die 20 Pakete liegen, weil ganz viele von euch Scentsy bestellt haben, ja, weil ich etwas für meine Tante hier liegen hatte, monatelang. Ich habe hier nichts rausschicken können. Aber seit gestern ist bei uns die Post wieder offen und ich kann also wieder rausschicken. Solltet ihr also irgendwie, ja, Better Homes and Gardens, Sensational, Scentsy, wenn ihr da irgendwas wollt, meldet euch bei mir, ich kann wieder rausschicken. Ich musste jetzt in den letzten Wochen ganz, ganz vielen Leuten leider absagen, weil ich hatte so ein schlechtes Gewissen mit all dem, was hier rumlag. Aber ganz viele Schätzeleins von euch, die waren ja wirklich sehr geduldig, weil ich habe ja zu jedem gesagt, ey, ich schick dir dein Geld zurück. Und ihr wart aber alles sehr geduldig und habt gesagt, nee, ich warte. Und jetzt in den nächsten Tagen wird das hier bei mir alles abgearbeitet. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, ja, für die, die jetzt halt in den letzten Wochen gefragt haben. Ihr könnt euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Ja, also Wild Lavender Linen ist theshit.com. Wirklich, wirklich braucht ihr, wenn ihr frisch gewaschene Wäsche mögt. Sehr, 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 sehr schöner Duft.
ein weiteres Schätzchen, und zwar von Sensationals ist es der Iridescent. Und zwar ist es einfach Vanille und Lavendel. Nee, Vanille und Pfefferminz. Ja. Spearmint and Vanilla Woods. Und guckt euch mal bitte dieses Label an. Können wir uns über dieses wunderschöne Label unterhalten? Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Vanille-Mint-Duft. Ja. Der hier gefällt mir auch sogar noch ein bisschen besser wie der von Scentsy. Von Scentsy gibt es ja auch Vanille-Mint. Aber der war nochmal mintiger und intensiver. Ich mag Minzdüfte. Ja, also für diesen Duft hier, wenn ihr Pfefferminze, Spearmint, Minze, wenn ihr dieses eukalyptisch frische, klare im Kopf, wenn ihr das nicht mögt, dann ist das kein Duft für euch. Aber der ist schön. Sehr süß durch die Vanille. Also nix Bakery. Ja, einfach nur süße Vanille. Es steht zwar drauf Vanilla Woods, aber der hat für mich jetzt nichts Hölzernes, gar nicht. Man riecht einfach nur Minze und Vanille. Aber das ist die perfekte Balance, sodass man von beidem gut wahrnimmt. Ne? Sehr, 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 sehr schön. Habe ich, glaube ich, auch noch ein oder zwei Clamshells hier. Better Homes and Gardens White Pumpkin Sage. Der kam 2020 jetzt zum ersten Mal raus, also vorher habe ich den noch nie gesehen. Und das ist ein Kürbisduft, den ich so noch nie gerochen habe. Also wirklich noch nie gerochen habe. Durch Sage Salbei ist es ein sehr, sehr kräuterischer, grüner Duft. Ja, also Pumpkin hat bei mir eigentlich immer was mit Bakery und Kekse und Pumpkin Pie und Pumpkin Cookie und nein, dieser Duft hat nichts mit Bakery zu tun. Das ist so ein außergewöhnlicher, schöner Duft und es ist ja auch ein White Pumpkin, also ein weißer Kürbis ist nochmal, er ist nicht so astringent, er ist nicht so so würzig, ja, wie jetzt der orangene Kürbis. Es war wirklich außergewöhnlich. Ich fand ihn auch gut. Also mir hat er sehr gut gefallen. Mein Mann hat diesen Duft geliebt. Es ist jetzt für mich aber nichts, was ich ständig düfteln könnte. Ja, wie zum Beispiel hier mein Sugar Lavender Twist. Also das könnte ich mir jeden Tag in meine Lampe reinbollern. Er ist schön. Er ist wirklich sehr schön. Und er ist different. Ich werde ihn mir, wenn es ihn dieses Jahr gibt, wahrscheinlich auch noch mal holen. Nee, also ich kann nichts Negatives sagen, aber es ist jetzt halt für mich nichts, was ich zum Überleben brauche. Ja? Wobei, da wird jetzt der ein oder andere schreiben, hallo, das ist Wachs, Mann. Man braucht kein Wachs zum Überleben. Yes, you do. Oh, absolutely, yes, you do. You need sugar twisted lavender. You need sandalwood vanilla. Okay, you need that. Aber das ist jetzt halt... Wisst ihr? Aber war wirklich mal was anderes, so was jetzt die Pumpkin-Düfte angeht. Ich habe ja hier auch noch meinen Yakult stehen. Das ist flutscht, ne? Wisst ihr, Jetzelines. Machen wir erstmal ein bisschen weiter hier. Und noch... Oh! Also hier bricht es mir ja wirklich mein Herz, muss ich echt sagen. Goose Creek Black Amber Plum. So. Das war ein Duft, den habe ich gefeiert, noch unnöcher. Ich rieche was. Sehr, sehr, sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Black Amber Plum war einfach ein ganz, ganz toller, pflaumiger Bernsteinduft, also man hatte dieses Fruchtige durch die dunkle, saftige, süße Pflaume
Und Amber Bernstein hat einfach für dieses warme, kuschelige, parfümige gesorgt. Das war mit einer der schönsten Düfte, die ich jemals gerochen habe, ja, von Goose Creek. Ich hätte mir das Glas gekauft, ich hätte mir alles gekauft. Problem war, ich habe mir den bestellt, habe Ewigkeiten gewartet, bis ich den dann gedüftelt habe, weil als Duft-Junkie, Duftnase, man hat ja mehr als genug zu Hause. Und wie ich ihn dann gedüftelt habe und meine Liebe dafür gefunden habe, war er ausverkauft. So, und seitdem habe ich ihn nie mehr gesehen. Ja, ich weiß, bei Goose Creek EU und DE und da hat es das Glas gegeben und dann auch mal wieder das Clamshell. Bei uns jetzt sehr, sehr lange nicht. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich gucke bei Goose Creek nicht mehr. Aber diesen Duft habe ich geliebt. Also wirklich geliebt. Und ich rieche Wachs. Ich rieche nichts anderes. Nichts. Ja, somit hat sich das Thema also erledigt für mich. Goose Creek. So, Yankee Candle Centerpiece mit einer der schönsten Düfte, Balsam and Cedar, also Balsam und Zedernholz, und genau das bekommt ihr auch. Ihr bekommt Wald, ihr bekommt Grün, ihr bekommt Holz. Hat für mich perfekt in den Dezember reingepasst. Habe ich am 25. Dezember habe ich den gedüftelt, habe den in mein Centerpiece rein, in Kombination mit ganz vielen anderen Wood-Düften, ja, irgendwie von Yankee. Was hatte ich denn da am Laufen? Icy Blue Spruce hatte ich, White Fir, also alle Baumgrün-Düfte habe ich unter meine Hurricane-Lampe, in meine Warmer, in mein Centerpiece. Und das war so eine geile Kombi. Also ich habe es gefeiert ohne Ende. Aber dieser Duft alleine ist wirklich toll. Balsam and Cedar werde ich mir auf jeden Fall nachholen im Centerpiece. Der war mega lange intensiv. Also ich habe den so, so oft gedüftelt. Den habe ich mir im Jahr 2019 muss das gewesen sein, habe ich den geholt, habe den da schon gedüftelt, habe ihn dann fast ein Jahr lang im Schrank liegen gehabt, habe ihn dann jetzt zur Weihnachtszeit rausgeholt, habe ihn wieder gedüftelt, habe ihn sehr oft im Januar gedüftelt, also ja, und habe dann, wie ich das Gefühl hatte, im Centerpiece bekomme ich nichts mehr an meine Nase, habe ich das Ganze wieder trocken werden lassen, hart werden lassen, habe es mir rausgeschnitten, habe es mir nochmal in alle meine Warmers verteilt und habe dann wirklich nochmal 1,5 Tage davon düfteln können. Ja, ganz, ganz toll. Also Balsam and Cedar von Yankee ist wirklich eine Hausnummer. Gibt es meiner Meinung nach nicht mehr viele. Ja, also ich habe das Gefühl, wobei Yankee soll, glaube ich, auch vom Markt genommen werden. Habe ich mal was gehört. Yankee ist ja nicht mehr das, was es mal war. Ne? So, dann geht es weiter mit einem ganz groß geliebten Schätzchen von meinem Mann, Better Homes and Gardens. Das war die Holiday Edition, und zwar Sweet Orange and Pine. Also süße Orange und Pinie. Und genau das bekommt ihr auch. Ja, das ist der perfekte Dezemberduft meiner Meinung nach. Also schön Weihnachten, Weihnachtsbaum. Man hat dieses Süße von der Orange, und was mir hier sehr gut gefällt ist, ihr bekommt nichts Würziges. Es ist mal kein Zimt enthalten, es ist keine Nelke enthalten, kein Nutmeg, Clove, ja, was in ganz, ganz vielen Weihnachtsdüften einfach immer irgendwie enthalten ist. Aber hier habt ihr einfach nur diesen grünen, frischen, klaren Pinienduft. Ich liebe Pinie. Und in Kombination mit der süßen Orange war das wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Also mein Mann, der hat sich in diesen Duft verliebt. Deswegen haben wir, glaube ich, 6 oder 7 Clamshells geholt. Wir haben noch 2, ja. Also jedes Mal, wenn er an der Reihe war, Düfte für den Tag rauszusuchen, hat er sich den Duft rausgesucht. Und ich finde das Label hier auch wunderschön, ja, mit dem Zweig und
mit der Orange und da ist, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ist da irgendwie Zucker oben drauf oder soll das Eis sein? Ich weiß es nicht, aber er ist einfach, es ist ein ganz toller Duft. Und alleine wegen meinem Mann werden wir den, sollte es ihn dieses Jahr nochmal geben oder wiedergeben, werden wir den wahrscheinlich auch wieder nachkaufen. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, Oldie but Goodie Sensationals Boardwalk. Das ist ein absolut floraler, wunderschöner Duft. Also wie oft ich euch diese Boardwalk schon in die Kamera gehalten habe, weiß ich nicht. Das ist auch ein Nachkäufer, ja, jederzeit wieder. Es wundert mich, dass ich kein Clamshell mehr zu Hause habe, denn Boardwalk ist so ein Duft, den habe ich immer hier. Das ist einfach aquatisch, blumig, frisch, nicht parfümig. Nee, das ist nichts Parfümiges. Das ist wirklich in ein Blumenhaus reingelaufen und jede Art von Blume springt euch in die Nase. Also man kann das gar nicht so richtig, what's the German word? Ihr wisst, was ich sagen will. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, das ist Rose oder das ist Tulpe oder das ist alles irgendwie. Und ich liebe, 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 liebe diesen Duft. Auch sehr intensiv, sehr langlebig. Den könnte man mit Sicherheit 2-3 Tage, könnte ich den bei mir im Schlafzimmer düfteln. Nach dem Tag ist es dann für mich gut, ja. Aber man könnte ihn länger düfteln. Er ist sehr schön. Ich liebe ihn. Ich habe ihn jetzt eine ganze Weile bei Walmart nicht gesehen. Ich hoffe, deswegen gehe ich nachher in die Wachsabteilung. Ich hoffe, dass die Frühlingskollektion jetzt rauskommt. Ja, dass die ganzen Winterdüfte verschwinden und dass der dann in der Frühlings-Sommer-Kollektion wieder dabei ist. Aber im Herbst, Winter habe ich ihn nicht gesehen. Wobei es ist auch wirklich ein sehr, sehr, ja, frühlingshafter Sommerduft. Also im Herbst, Winter ist das jetzt nicht so der Brüller. Wobei, das muss ja jeder für sich selbst wissen, ne? Aber für mich passt er einfach super in den Frühlingssommer. Werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. So, Sensationals Fresh Air. Ja, auch das ist ein Nachkaufprodukt. Hat was von frisch gewaschener Wäsche. Hat was leicht wässriges. Ja, diese Baumwolle kommt hier ganz stark durch. Fresh Air, Just Breathe. Ja, also irgendwie hat es auch was Minziges. Ich denke, dass das für die Frische sorgt. Auch toller Duft. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Oh, den habe ich so dermaßen geliebt. Ich habe ihn gerockt, ich habe ihn gehortet. Es gibt ihn leider nicht mehr. Von Sensationals Cake Batter Ice Cream. Also alles, was ihr euch an Zuckrigem vorstellen könnt, ja. Kuchenteig, Eiscreme, die Waffel von der Eiscreme, all das kombiniert ihr und knallt ihr in dieses Wax Clam rein und ihr bekommt einfach diesen Himmel von Süße. Oh my goodness. I'm loving it. I'm loving it. Oh, I'm loving it. It smells so good. Hätte ich mir auf jeden Fall nachgekauft, aber war Limited Edition, habe ich seit letztes Jahr Sommer nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, warum ich mir da nur ein Clamshell mitgenommen habe, weil ich kenne mich, ich kenne mittlerweile auch so die Düfte von Sensationals und alles, was irgendwie in dieser Ice Cream, Cotton Candy, Waffle Cone Bakery Section geht. Das ist eigentlich mein Shit, ja. Und habe mir dann aber gedacht, nee, komm Sandra, du hast ja so viel, was ja auch stimmt. Ich habe ja mehr als genug zu Hause. Nimmst du mal einen mit und dann kannst du dir ja nachkaufen, ja. Und dann hatte ich aber hier genau das gleiche Problem wie, was war es, Black Amber Plump irgendwas von Goose Creek. Hab ihn dann eingeräumt, hab ihn vergessen, hab dann andere Düfte gedüftelt, bin dann zu dem Duft gekommen, hab gesehen, wie toll ich ihn fand, bin zu Walmart und er war weg. So.
Wenn ich ihn wiedersehen sollte, werde ich ihn aber auf jeden Fall nachkaufen. Also, wenn man so ein Bakery-Girl ist und man findet so Düfte, wo alles miteinander kombiniert ist, Eiscreme und Keks und Kuchen und oh, da geht einem ja das Herz auf. So, dann hatten wir, oh, das war auch so ein Ding, Sensational's Ice Cream Shop. Habe ich mir, glaube ich, zusammen mit diesem Cake Batter Ice Cream mitgenommen, ja. Ihr seht viele verschiedene Eiscreme-Sorten auf dem Label und genau das bekommt ihr auch. Also das Erste, was mir entgegenspringt, ist super künstliche Erdbeere, aber ich liebe künstliche Erdbeere. Und dieses Cremige von dem Vanilleeis, also es ist Vanilleeis, was man daraus riecht, aber hier hat man jetzt nichts Waffeliges. Ja, oder keksiges, sondern es ist einfach nur diese süße, zuckrige, fruchtige Note, die ich fantastisch fand. Und auch das, es war ein absolutes Powerhouse. Das Ding hat mir alles weggeschossen. Ich habe zweimal von gedüftelt. Also es sind ja 6 Cubes drin, dann habe ich einmal 3 nur so gedüftelt. Und beim nächsten Mal habe ich dann Ice Cream Shop mit Waffle Cone irgendwas. Ja, also ich wollte einfach dieses Bakery noch dazu. War auch sehr schön, aber der Duft alleine an sich hat mir dann doch besser gefallen, weil wie ich das dann mit Waffle Cone oder irgendwas gemischt hatte, war mir die Erdbeere nicht mehr stark genug und ich wollte ja diese künstliche Erdbeere. Ja, aber ist schon eine geile Sau hier. Ja, kaufe ich mir nochmal, wenn ich es nochmal sehe. Aber Limited Edition. So, Sensationals Iced Lemon Sugar Cookies. That's right. Und hier bekommt ihr, was draufsteht. Ihr bekommt Zitrone, ihr bekommt Keksteig, ihr bekommt Süß. Ihr bekommt diese Zuckerkristalle, ja, die dann oben auf dem Keks drauf sind. I wanna eat that motherfucker. Werde ich mir nachkaufen. Definitiv. Ganz, ganz große Liebe. Und auch hier, was ich hier dazu sagen muss, auch das ist so ein bisschen ein Geruchskiller. Ja, also wenn ihr vorher schön Fett Bacon gehabt habt und wollt dann dieses Greasige, das Ölige, ja, aus eurem Haus, also eurem Apartment rausholen, knallt euch den in die Lampe. Ihr habt dann zwar Keks mit dabei, ja, aber so Kekskuchen ist mir lieber wie das ölige, greasige von dem Bacon. Und die Zitrone, die kommt hier wirklich sehr, sehr schön durch. Und kein Toilettenbadreiniger. Eine sehr, sehr schöne Zitrone. Iced Lemon Sugar Cookies kann man auf jeden Fall machen. Fand ich ganz toll. So, Mainstays Black Cherry. Und das war ein Kirschduft, der mal keinen Marzipananteil hatte. Wisst ihr, was ich meine? Also ich liebe Kirschdüfte, muss ich sagen. Wenn es ein reiner Kirschduft ist, in Kombination mit diesem Marzipan, was da viele immer untermischen, ja, was vielleicht auch mit der Kirsche einfach an sich kommt, weil die Kirsche, die hat ja diesen Stein mit drin. Muss ich für in Stimmung sein, ja, mit dem Marzipan. Aber das hier war wirklich mal ein reiner, dunkler, saftig süßer Kirschduft, den ich genossen habe ohne Ende. Ich fand den so, so, so schön. Würde ich mir auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. 93 Cent, ja. Könnte man wahrscheinlich auch irgendwie mit Sugar Cookie oder so mal mischen, einfach um zu schauen, was dann da rauskommt. Aber der Duft alleine war wirklich, wirklich schön. Und ich war überrascht, ja, mal keinen Marzipananteil dabei zu haben. So, dann ein Duft, da habe ich fast gebrochen. Better Homes and Gardens Key Lime Cheesecake.
Ich liebe Cheesecake, ich liebe Lime, also so die ganze Kombination, ja, von dem, was ich gesehen habe, fand ich geil. Wobei, das Bild habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, es hat mich nicht angesprochen. Es hat mich nicht angesprochen, aber... Boah, no, no. Also... Ich bevorzuge Käsefuß, ja, bevor ich mir das nochmal in meine Lampe knalle. Ich habe angefangen mit 3 Cubes, ich habe kaum was gerochen, habe dann nochmal 3 nachgelegt. Ist ja nicht so, dass ich keine Warmer zu Hause habe, Schätzeleins, ne? Und dann auch hier schön meine Duftstöfchen mit Teelichtchen und was weiß ich nicht allem. Habe dann also das komplette Clamshell bei mir unten im Untergeschoss verteilt. Und erst habe ich gar nichts gerochen und dann, Leute, und dann kam da ein Powerhouse auf mich zu. Also ich wusste ja überhaupt nicht, wie mir geschieht. Ich glaube, mir hat es so ein paar Haarwurzeln ausgerissen und die Fußzehen haben sich irgendwie aufgerollt. Also es war widerlich. Es war widerlich. Ich weiß nicht, was Better Homes and Gardens da reingebollert hat, aber das hatte plötzlich einen ganz, ganz ekligen Unterton. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also nie wieder Key Lime Cheesecake. Im wahren Leben ist es etwas, das esse ich sehr, sehr gerne. Weil Cheesecake ist ja eigentlich, ist ja schon was Schweres, ne? Aber durch dieses Key Lime, durch die Frucht, durch dieses leicht säuerliche, da merke ich richtig, wie sich bei mir hier gerade alles zusammenzieht. Und dann in Kombination mit dem super süßen Cheesecake, das ist einfach, es ist ein Gedicht. Also wenn ihr noch nie Key Lime Cheesecake hattet und ihr seid mal in Amerika, probiert es mal. Es ist sehr, sehr, sehr lecker. Kann man essen. So, dann was haben wir hier noch? Oh ja, das war auch so eine ganz große Liebe von mir und zwar von Goose Creek, Brown Sugar Churros. So. Oh. Also ihr könnt erkennen, wie viel Duftöl da enthalten war, ja, weil das Clamshell ist komplett verfärbt. Und hier rieche ich doch tatsächlich noch ein bisschen was von dem braunen Zucker und von dem Zimt. Ja, es war ein wunderschöner Duft, ja, wirklich. Churros, das sind ja diese mexikanischen frittierten Teigstangen. Und die holt ihr aus dem heißen Fett raus und sprinkelt das dann mit Zimt und Zucker. Meine Nachbarin hier, die ist Mexikanerin und die macht ganz, ganz tolle Desserts. Und zwischendurch gibt es da auch mal so ein Churro oder 5. Oh, ein Gedicht, man könnte sich reinsetzen. Ja, man braucht sich dann auch einen Tag später nicht wundern, warum die Jogginghose nicht mehr passt. Ja, weil das ist wie Chips. Da kann man nicht nur einmal reinbeißen. Nee, da muss man dann die ganze Stange essen und dann hat man ja sowieso schon 3 liegen. Ach komm, dann geht das zweite und das dritte, ja, das geht dann nochmal leichter wie das erste und oh, es ist so lecker. Es ist so lecker. Und genau so hat das gerochen. Genau so. Das hat mir hier wirklich die Bude weggebollert. Aber... Auch wenn ich hier jetzt keine Wachsnote rieche, was mich gerade echt wundert. Also es riecht wirklich noch genau so, wie ich es damals in der Nase hatte. Sehr, 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 sehr lecker. Ich habe aber von Scentsy Churro Churro bei mir in meinem Scentsy Club. Ja, Churro Churro gibt es ja nicht mehr im Katalog. Und auch jetzt der neue Frühlings-Sommer-Katalog ist raus. Churro Churro ist nicht dabei und zum guten Glück habe ich Churro Churro damals in meinen Scentsy Club rein. Weil ich finde den von Scentsy noch mal ein bisschen schöner wie der hier. Der hier, der braune Zucker ist mir, glaube ich, zu viel. Und bei dem von Scentsy, da kommt so richtig diese frisch frittiert Fettnote raus. Also ich mag den von Scentsy noch mal ein bisschen lieber. Aber der ist auch sehr, 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 sehr schön. Wenn ihr aber keine Zimt Düftler seid, dann lasst da die Finger von weg, weil Zimt ist hier schon sehr, sehr weit im Vordergrund. Das ist eigentlich somit das Erste, ja, was ich hier rieche. Aber es war ein schöner Duft. Sehr, sehr intensiv.
Dann habe ich von Ice Flower Cotton Candy Dough aufgebraucht. An den kann ich mich erinnern, weil den fand ich mega schön. Das war hier so ein kleines Pöttchen. Und dieses kleine Pöttchen hatte ich bei uns im Schlafzimmer. Und ja, es war halt einfach zuckriger Keksteig. Ja? Cotton Candy, Zuckerwatte und Keks. Und da ist man bei mir eigentlich immer mit an der richtigen Adresse. Und obwohl das nur so ein kleines Pöttchen war hier, ich hatte dann nichts in meinem anderen Warmer. Also ich habe den, das Pöttchen hier, das ganze Wachs, habe ich dann in meinen Full-Size-Warmer. Und wie das Wachs geschmolzen war, mein komplettes Schlafzimmer hat danach gerochen. Sehr, sehr, sehr lecker. Ja, aber Ice Flower, bin ich nichts anderes gewohnt. Und dann nochmal Ice Flower. Und zwar war das hier so ein Herz Clamshell. Und das war eine ganz, ganz große Liebe von meinem Mann. Und zwar war das der Frozen Sandalwood. Das war ein kalter Kuschelduft. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also Sandelholz ist ja sehr oft sehr kuschelig, sehr warm, sehr parfümig. Aber da war was drin, dass man all das von dem Sandelholz bekommen hat, plus etwas Kaltes. Wenn man in unser Schlafzimmer reingelaufen ist, das war so eine frische Note, so was Sauberes. Und dann aber all das, was mit Sandalwood kommt. Der war ganz, ganz, ganz speziell, ganz schön. Also mein Mann fand den over the top. Ich fand ihn auch super. Aber mein Mann, der fand den schon richtig klasse. Ice Flower Frozen Sandalwood. Sehr schön. Dann habe ich von Goose Creek ein Room Spray aufgebraucht. Und zwar in der Geruchsrichtung Minted Eucalyptus. Kommt da noch was raus? Ja. Eukalyptus. Ne? So ein schöner Eukalyptusduft. Pfefferminze, Minze, Eukalyptus, einfach frisch, sauber, ätherisch, so wie ich das mag. Und das war zum Beispiel ein Spray, das habe ich sehr gerne bei uns unten im Badezimmer gehabt, wenn man halt mal pupen war, number two, hat man damit gesprüht und die Luft war sofort wieder reine. Ja? Also bei mir werdet ihr im Bad sehr, sehr selten einen Keksduft oder einen Kiwi-Duft oder sonst irgendetwas in der Richtung finden, weil ich finde, außer es ist ein Badezimmer, wo ich weiß, da wird nicht gepupt. Aber das gibt bei uns im Haus nicht. Also wir haben drei Badezimmer, eins gehört Lauren, dann haben wir unser Badezimmer und dann eben noch das Gästebadezimmer. Also bei mir muss es im Badezimmer einfach immer frisch und sauber riechen. Da möchte ich nichts Keksiges, da möchte ich keinen Fruchtcocktail. Und deswegen solche Dinge wie Minze, aquatisch, Wald, Holz, parfümig, so. Das sind halt die Dinge, die bei mir im Bad sehr, sehr gut gehen. So, ich würde es mir nachkaufen. Was ich auch sagen muss, ich habe ja auch von Sensi einige Room Sprays hier und ich finde die von Goose Creek besser, weil bei Sensi habe ich oft das Gefühl, dass so ein Ölfilm hinterlassen wird. Ja, also man sieht es dann sehr gut, wenn man auf einem Teppich jetzt natürlich nicht, aber wenn man Hardwood Floor hat. Und wenn man dann in so einem gewissen Blickwinkel den Boden anschaut und ich habe mit Sensi gesprüht, dann sehe ich das auf dem Boden, weil da einfach viel Öl mit drin ist. Deswegen solche, oder die Sensi Room Sprays würde ich jetzt auch nie irgendwie an die Wand sprühen oder bin da immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich einfach Angst habe, dass ich dann irgendwelche Ölkleckser bei mir an der Wand hängen habe. Ja? Aber die von Goose Creek, die sind echt gut. Für beide oder für alle Room Sprays würde ich jetzt mal sagen, immer schütteln. Ja, vorher gut schütteln, dass sich das Öl mit dem anderen vermischt. Und mir hat bei Goose Creek auch der Sprühnebel besser gefallen. Ja, und der Sprühkopf, weil hier, es sprüht so lange, wie ihr auf dem Sprühkopf drauf seid. Und bei Sensi muss man immer tschick, tschick,
Und da finde ich das bei Goose Creek einfach besser. So, genau. Also die Goose Creek Room Sprays, die fand ich sehr, sehr gut. Würde ich mir jetzt aber auch nur kaufen, wenn sie im Angebot sind. Weil ich glaube, wenn die jetzt nicht im Angebot sind, kosten die auch so um die 8 Dollar oder so. Meine ich. Und das habe ich mir, glaube ich, damals für 2, 3 Dollar gekauft. Da kann man nicht meckern. Ganz, ganz, ganz toll. So, meine Lieben. Hey, oh fucking, wie lange sind wir dabei? 1 Stunde und 26 Minuten. Und das war jetzt gerade mal mein Clamshell. Ja, meine Clamshells, meine Wax Melt. Ich habe ja hier auch noch Candles, die ich aufgebraucht habe. Ja, aber da habe ich jetzt keine Zeit mehr für, weil ich möchte dieses Video so schnell es geht für euch hochladen. Was also bedeutet, dass es ein separates Kerzenvideo geben wird. Bitte verzeiht, meine Lieben, aber wir sind jetzt halt fast 1,5 Stunden dabei und Mutti muss heute noch arbeiten. Ja, ich hoffe trotzdem, dass ihr ein bisschen Spaß hattet, dass etwas Interessantes für euch dabei war. Wie gesagt, wenn ihr an irgendetwas Interesse habt, ja, lasst mich das sehr gerne wissen. Irgendwie werden wir uns da schon klar. Das ist nicht das erste Mal. Und ja, ansonsten, das ist schon eine Menge. Ne? Wenn man überlegt, das sind ja... Ich habe ja bestimmt 3-mal so viel schon weggeschmissen. Ja, die ganzen Duplikate und bei den Firmen, bei denen ich dachte, die gibt es nicht mehr. Und ne, das ist schon ein Haufen Holz. Aber das ist einfach meine Leidenschaft, es ist mein Hobby. Also ohne Home Fragrance geht bei mir im Hause nichts mehr. Und ich liebe es. Und ich freue mich einfach, wenn es gut duftet. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, wie viele Breaks ihr gebraucht habt. Ja, wie viele Anläufe ihr gebraucht habt, bis ihr das Video zu Ende geschaut habt. Würde mich einfach mal so interessieren. Ja, und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ich schicke euch einen ganz dicken Knutscher. Aus der Ferne, bleibt mir gesund, passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!